Ah ja, wir sind verkehrt. Ach echt? Hat er mich gesehen? Versichere euch, Darth, dieser Schutzraum ist uneinnehmbar. Die Republik wird niemals durchbrechen. Spart euch das, Ratsmitglied. Selbst euer kleines Versteck war nicht immun gegen die Ionenmauer. Ihr habt die Legislatur in ein Schlachtfeld verwandelt. Ist das euer Plan, um den Rat zur Republik zurückzulocken? Das Imperium würde den Rat so schnell gehen lassen? Ihr handelt, als wären sie Geiseln. Ist es so schwer zu glauben, dass sie sich freiwillig dem Imperium angeschlossen haben? Nach dem Schaden an der Legislatur hatte ich mit einer ganzen Armee gerechnet. Ihr hättet vorbereitet kommen sollen. Der Schutzraum wurde gestaltet, um den Rat zu beschützen und zu verstecken. Hier gibt es keine Kommstationen. Alle Übertragungen werden blockiert. Eure Verbündeten sind außer Reichweite. Könnt ihr mich ohne eure geliebte Republik besiegen? General Aves? Republikzentrale. Irgendjemand, bitte komm. Glaubt ihr wirklich, sie beantworten eine Nachricht, die sie nicht hören können? Manche von uns haben bei so etwas eben einen sechsten Sinn. Als ich hörte, dass ihr den Rat verfolgt, habe ich die Elite von Corsac zusammengetrommelt. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Dann habt ihr euer Schicksal entschieden. Jene, die sich der imperialen Herrschaft widersetzen, sterben durch meine Hand. Tja. Auf Wiedersehen, Lord Hadra oder Darth Hadra. Tja, Ratsmitglieder, jetzt geht es nur noch um euch und eure aufgebrachte Wählerschaft. Mit der Zustimmung der Republik kann der amtierende Corsair-Kommandant Staatsoberhäupter verhaften. Ich will sie alle, auch Ratsmitglied Belos. Aber ich habe das Imperium ausspioniert. Ich habe einen Sith-Lord belogen. Ich habe mein Leben für die Republik riskiert. Ihr habt als erster vorgeschlagen, dass wir dem Imperium beitreten, Belos. Wie viele Credits hat man euch geboten, damit ihr eure Meinung ändert? Wie könnt ihr es vertreten, dass ihr dem Imperium beigetreten seid? Vielleicht seid ihr ja zu jung, um euch an die Plünderung von Coruscant zu erinnern. Wir sind es nicht. Die Republik hatte keine Chance. Was glaubt ihr, welcher Planet der nächste gewesen wäre? Wir haben getan, was für Corellia das Beste war. Die Ratsmitglieder haben sich selbst zu Königen ernannt, auf Kosten Corellias. Sie alle verdienen es, bestraft zu werden. Ratsmitglied Belos hat uns hierher geführt. Er hat es mehr als wieder gut gemacht. Ob ich es je wieder gut machen kann, weiß ich nicht. Aber ich werde keine Chance vergeuden, es zu versuchen. Danke. Ich weiß zu schätzen, was er für uns getan hat. Trotzdem habt ihr einem Verräter die Freiheit geschenkt. General Aves wird einen Statusbericht hören wollen. Einen Moment, wir müssen eben die Kommunikation wiederherstellen. Könnt ihr uns hören, General? Laut und deutlich, Captain. Ohne Hinweise vom Corellianischen Rat muss ich das Imperium auf seine alte Taktik verlassen. Und die funktioniert nicht. Wenn die Legislatur fällt, wird das Imperium verletzbar sein. Ich habe mehrere Trupps in Bereitschaft, um sie von Corellia zu vertreiben. Aber sie brauchen ein Signal. Die Funkstation auf dem Rednerhof. Sie überträgt euer Signal an alle Kommstationen auf Corellia, falls ihr sie erreichen könnt. Was ist denn der Rednerhof? Der offene Garten der Legislatur. Dort wurde jede bedeutende Rede der korollianischen Geschichte gehalten. Der Rednerhof wird von Darth Decimus überwacht, dem letzten Mitglied des Rats der Sith auf Corellia. Er überzeugte den korollianischen Rat davon, dem Imperium beizutreten. Er wird Corellia nicht so einfach aufgeben.
Ihr werdet dort keine Unterstützung haben. Gorsek bewacht den Rat. Die grünen Jedi verteidigen ihre Enklave. Und meine Leute sind in Position. Ich bin Soldat. Das ist nicht mein erster Selbstmordeinsatz. Hoffentlich wird es auch nicht der letzte sein. Kontaktiert mich über die Funkstation, sobald ihr Darth Decimus besiegt habt. Ich warte auf euer Signal. Es ist soweit. Nur noch ein Sith Lord steht zwischen uns und der Freiheit. Corellia zählt auf euch. Dann machen wir es mal auf jetzt auf dem Weg. Warte mal, müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder rauslatschen? Ich vermute einfach mal, ne? Zum Glück sind ja alles hier, das ganze Gebäude ist ja gesichert. Keine Gegner mehr, wir können hier so rauslaufen jetzt, das ist schon mal gut. Ernsthaft, ich hätte auf der anderen Seite rausgemusst. Ich glaube es ja nicht. Oh. Das passiert halt, wenn man mal einmal zu wenig auf die Map schaut. Den ganzen Scheißweg zurücklatschen. Sowas Blödes, echt. Echt? Warum muss die denn gesehen jetzt? Greife den Feind an! Also einen Bonus gibt es für die Leute nicht mehr. Deswegen versuchen wir uns mal hier durchzuschleichen, mehr oder weniger. Gucken, wie wir hier durchkommen. Ach nö, echt? Die haben uns gesehen. So. Ach, da ist er schon, den Typ, den wir uns krallen müssen. Warte mal, wir kommen nur da durch. Erstmal die weg. Die Ziele sichtbar. Schießt direkt die vor mir und ich treffe ihn nicht. Was für Mist. So. Da ist er ja. Ich bin froh, dass ihr überlebt habt, um gegen mich zu kämpfen, Major. Ihr hattet eine kurze, aber ruhmreiche Karriere. Ich habe eure Fortschritte auf Corellia verfolgt. Der Rednerhof hat alles mitbekommen. Von dieser historischen Bühne aus erkläre ich Corellia zum offiziellen Mitglied des Imperiums. Selbst eure Bemühungen können das nicht schmälern. Der Korellianische Rat wurde verhaftet. Ihr habt eure Unterstützung verloren. Das habe ich gehört. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr tapferes Opfer umsonst gewesen ist. Als das Imperium mit der Invasion begann, hat der Rat uns alle Koordinaten gegeben. Die Docks von Coronet City wurden geräumt. Wer sich widersetzte, wurde getötet.
Die Flotte hat die Werften eingenommen. Imperiale Truppen sind zum Kapitolplatz vorgerückt. Ein wirklich prächtiger Anblick. Mir reißt bald der Geduldsfaden. Eines eurer Gründungsmitglieder hat euch verlassen. Wie lange noch, bis Coruscant folgt? Balmora, Ord Mantell, bald wird die ganze Galaxis eure Schwäche erkennen. Das Imperium braucht keine Waffen, um die Republik zu vernichten. Nur Zeit. Dann wartet eben. In der Zwischenzeit lade ich meine Waffe. Tut, was euch beliebt. Keine Waffe kann euch noch retten. Das sehe ich anders. Darth Decimus wurde besiegt, General. Sagt euren Leuten, dass die Legislatur in unserer Hand ist. Nicht nötig. Die Meldung wurde schon per Funkstation auf ganz Corellia verbreitet. Jetzt liegt es an unseren Reserven, das Imperium ganz zu vertreiben. Aber es kommt bereits an vielen Fronten zu Rückzügen. Corellia ist frei. Wir bereiten uns darauf vor, dem Senat formell den Sieg zu erklären. Begebt euch zum Presseraum, wenn ihr soweit seid. Oh, alle Gegner weg. Schau an. Zum Presseraum. Ich guck erstmal nach, ob der hier auch in diesem Gebäude ist. Tatsache. Einfach hier rein jetzt. Cool gemacht, muss schon sagen. Oberste Kanzlerin Saresh, Senatoren, die Republik hat die Legislatur eingenommen und das Imperium liegt in den letzten Zügen. Ab jetzt ist es reine Routine. Diese Nachricht wurde schon auf ganz Corellia verkündet. Und ich bin stolz, sie an Coruscant weiterzugeben. Wir werden unseren Sieg bekommen. Unsere Verbündeten waren uns eine große Hilfe, aber ein Mann stach besonders hervor. Seinen Bemühungen verdanken wir den Sieg. Es freut mich, euch wiederzusehen, Major. Ihr macht den Männern und Frauen in Uniform alle Ehre. Im Namen des Senats möchte ich euch dafür danken, was ihr für die Republik getan habt. Der General sagte uns, dass ihr unersetzlich wart. Die Befehle kamen von General Aves und Captain Kantarus. Das haben wir nicht vergessen. Sie werden beide für ihre Führungsstärke geehrt werden. Die Entscheidung des Corellianischen Rats, dem Imperium beizutreten, bedarf einer Erklärung. Ratsmitglied Belos wird für den Rat sprechen. Ich weiß, dass wir in euren Augen alle Verräter sind. Doch bevor der Senat uns verurteilt, möchte ich es euch erklären. Der Corellianische Rat zweifelte daran, ob die Republik das Imperium besiegen könnte. Wir beschlossen, lieber dem Imperium beizutreten, als erobert zu werden. Einige Ratsmitglieder glauben immer noch, dass unsere Entscheidung richtig war. Ich aber glaube, dass sie Ruin über Corellia brachte und die Republik in einen Krieg zwang. Indem ihr euch uns angeschlossen habt, habt ihr einen Teil des Schadens wettgemacht. Ich habe getan, was ich konnte, um der Republik zum Sieg zu verhelfen. Wenn der Senat erlaubt, will ich den Rest meiner Amtsperiode damit verbringen, Corellia wieder aufzubauen. Erwartet ihr etwa, dass der Senat euch das glaubt? Ihr habt Corellia einmal dem Imperium überlassen. Ihr könntet es wieder tun. Ratsmitglied Belos hat sein Leben riskiert, um die Entscheidung des Rats wieder gut zu machen. Das ist wahr, Kanzlerin. Wenn Ratsmitglied Belos nicht gewesen wäre, säßen wir immer noch im Rotlichtsektor fest. Ihr habt einflussreiche Freunde, Ratsmitglied. Behaltet eure Stellung, aber verletzt nicht ihr Vertrauen in euch. Corellia ist einer unserer Gründerplaneten. Und doch haben sie sich völlig unvermittelt gegen uns gewandt. Wie viele andere Welten könnten noch wanken? Ihr habt Corellia der Republik zurückgebracht. Ihr habt das Gehör des Senats. Wie können wir verhindern, dass weitere Welten dem Imperium beitreten? Wir haben gesehen, wie unzählige Welten an das Imperium fielen. Doch jedes Mal hat die Republik gekämpft und sie zurückgewonnen.
Das Imperium mag dazu bereit sein, alles für den Sieg zu opfern. Aber die Soldaten der Republik sind besser. Wir werden niemals aufgeben und niemals kapitulieren. Kämpft mit uns, nicht gegen uns. Wenn eine Welt der Republik Beweise will, muss sie sich nur das Vorbild des Majors ansehen. Bevor ihr geht, möchten wir euch noch angemessen danken. Keine Medaille und kein Titel kann das aufwiegen, was ihr geleistet habt. Aber dies sollte helfen. Blutstreifen erster Klasse, die höchste korallianische Auszeichnung. Sie wird denen überreicht, die trotz widrigster Umstände weiterkämpften. Danke, Captain. Ich wäre jederzeit stolz, wieder Seite an Seite mit Korsak zu kämpfen. Wir wären stolz, euch bei uns zu haben. Aber ich hoffe, dass die Zeit des Kämpfens bald vorbei sein wird. Ihr habt Corellia vom Imperium befreit und Ereignisse in die Wege geleitet, die diesen Krieg beenden könnten. Ihr habt mehr als nur unseren Dank verdient. Unser heutiger Sieg sendet eine Botschaft. Die Republik mag zwar ins Stolpern geraten, doch sie wird niemals fallen, solange wir weiterkämpfen. Senatoren, lasst eure Stimmen hören. Erhebt euch und zeigt diesen Helden der Republik eure Anerkennung. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben Corellia durchgespielt. So, ich mache nochmal ganz kurz hier. Ich will nochmal hier aus dem Gebäude raus hier. Wir gehen nochmal hier zum Schiffsbauer Kantina Donnerwerft. Hier gehen wir hin. Ganz zu Anfang. Nochmal wieder zurück, einmal ganz kurz. Kurz raus das Gebäude. Ja, das sieht doch fein aus hier. So Leute, wie gesagt, wir sind mit Corellia durch. Handlungsbogen der Republik haben wir jetzt komplett einmal durchgespielt. Die imperiale Seite hatte ich ja auch schon fertig gehabt. Was für ein Schauspiel im Hintergrund. Er wird immer noch gekämpft. Und ja, habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und würde mich auch freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Daumen hoch, immer gerne. Und ja, was machen wir jetzt? Ich bin daran überlegen. Ne? Ich habe noch ein bisschen jetzt voraufgenommen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. 14 Tage ungefähr. Reichen meine Aufnahmen jetzt. Also habe ich genug Zeit jetzt zu überlegen, was ich als nächstes mache. Lasst euch mal überraschen, was denn hier als nächstes von mir auf diesem Kanal präsentiert wird. Ja, wenn ihr das seht, habe ich schon links was Neues aufgenommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rode und viel Spaß noch.